Damen und Herren, der nächste Schildchenchor ist angereist aus Bocholt. Es ist der Marinechor mit 2014 e.V. Im Jahre 1997 wurde unter dem Dach der bereits bestehenden Marinekameradschaft Bocholt der Schildchenchor gegründet. Im Jahre 2014 trennte sich der Chor von der MK und machte sich selbstständig. Mit etwa 40 Auftritten im Jahr ist dieser Schildchenchor recht aktiv. Im Jahre 2018 war der Schildchenchor aus Bocholt bei dem großen Schildchenchor-Festival in Travemünde an Bord. Hören Sie nun den Schildchenchor der Marinekameraden Bocholt 2014 e.V. unter der musikalischen Leitung von Charlie Hemming. Charlie Hemming ist übrigens als Bootsmann auf dem Schnellboot Seeadler wirklich zur See gegangen. Wir anderen sind da meistens Seeleute mit EH. Fernseeleute. Ja, mein lieber Rolf, einen wunderschönen Dank für die Ankündigung. Zuerst möchten wir uns mal bedanken, einmal bei Herrn Leon Finger, bei der Tiki-Gemeinschaft, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir finden sie wunderbar. Und dann Rolf, danke für deine viele Arbeit. Aber ich habe auch gehört, der Rolf hatte Geburtstag. Und hier im Ruby heißt es ja, kommst du in der Oktav, bist du auch noch brav. Ich werde nicht erklären, wann er Geburtstag hatte, aber ich werde ihn einfach von vorne kennenlernen. Auf geht's! Allen nochmal herzlichen Glückwunsch für deinen Geburtstag. Mach weiter so, wir arbeiten gerne mit dir zusammen. Dankeschön, lieber Rolf. So, auf geht's jetzt. Fangen wir an